Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Symbol 4, der Danny spielt das. Heute mit einem ganz besonderen Experiment. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Schaut das Video wirklich bis zum Ende. Und ja, wie gesagt, wir fahren als ICE erstmal von Essen nach Bochum. Und was dann passiert, ja, schaut das Video, habt Spaß und ich wünsche euch viel Vergnügen damit. Ich hoffe, euch gefällt es. Lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen nach oben da und ja. Wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag, euer der Danny spielt das. Haut rein, ciao, servus und tschüss. Viel Spaß mit dem Video, habt Fun. Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Simbird 4. Mit mir zusammen, ich bin der Danny spielt das hier auf dem PC. Wir befinden uns heute auf der Strecke Hauptstrecke Rhein-Ruhr, genauer gesagt in Essen Hauptbahnhof. Und ich habe mir gedacht, wir fahren heute mal eine kleine ICE-Tour mit dem ICE 1 hier in LGBTQ Repaint und ich würde sagen, wir machen mal ein kleines Foto und aufgerüstet habe ich den Zug soweit. Ich muss die Spitzenlichter noch einstellen. Türen habe ich auch geöffnet, sodass wir eigentlich gleich auch abfahren können. Hut ist auch gelegt und ich würde sagen, wir beginnen. Können auch ein bisschen hier aus Essen zeigen. Es ist 17:45 Uhr an diesem 17. März 2024. Also ich bin ein wenig in der Zukunft, als wir es eigentlich jetzt im Moment haben. Zurzeit haben wir es 12:18 Uhr. Und ja, wie gesagt, das findet statt am 17. März, also des heutigen Tages um 17:45 Uhr. Ja, würde sagen, mit diesem wunderschönen Bild hier aus Essen Hauptbahnhof starten wir das Ganze. Hier steht noch eine wunderschöne Quietschi wartend. Ansonsten ist hier noch nicht so sonderlich viel los im Moment. Ich hoffe, das gibt sich noch. Ja, würde sagen, bevor wir hier noch mehr Zeit verlieren, können wir, glaube ich, starten. Ja, wir setzen uns an auf unseren Sitz und sehen zu, dass wir dann hier auch gleich Land gewinnen. Ja, würde ich sagen, los geht's. Verlassen den Fotomodus und steigen ein. Schließen hier die Türe. Dann setzen wir uns auf unser Po. Wie gesagt, wir müssen hier noch die Spitzensignale einstellen, aber das sollten wir hinkriegen. Zack, damit wäre das erledigt. Ja, gutes Gelegt, wie gesagt. Wir haben im Moment auch schon grün, das heißt, wir können die Türen eigentlich auch so weit schließen und uns dann auf den Weg machen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, los geht's. Lösen die Bremse und schalten langsam auf. Geht's? Wunderschön. Auf geht's in Richtung Bochum.
also aktuell 60. Gleich 120. Scheint zu funktionieren. Einfach nur schön, einfach nur schön. So, bei 150, dann sind wir schon fast auf Reisegeschwindigkeit. 160 ist ja dann unmittelbar danach. Wobei diese Geschwindigkeit natürlich gar nichts ist für den CE. Das sind keine Geschwindigkeiten. Wenig KI gerade, aber ja, kann man auch gerade nichts mehr machen. Und wenn ich da gleich in Bochum bin, dann habe ich noch etwas vor. Ich hoffe, das funktioniert. Das wird auch noch eine interessante Fahrt auf jeden Fall. Und ein gelbes Vorsignal. Ja, aber 140 bleiben. Ist auch nicht die längste Fahrt von Essen nach Bochum. Die angekündigten haben sich dann endlich auch erledigt, weil wir gelbes Vorsignal haben.
Ich nehme mal stark an, dass sich das genau erledigen wird. Genau das ist jetzt auch passiert. Haben wir dann gleich 160 brauchen wir, glaube ich, gar nicht anvisieren. Und die 120 eigentlich auch schon wieder in Sichtweite sind und gelb ist rausgegangen. Auch das bezieht sich dann mit Sicherheit auf das rote Hauptsignal in Bochum. Würde ich jetzt mal ganz stark annehmen, weil 60, ja, das wird das rote Hauptsignal in Bochum sein. Hier wahrscheinlich. Und auf jeden Fall jetzt runter gehen auf 80. So, weil da kommt das gelbe Vorsignal. Da müssen wir sowieso runter, spätestens da. Gleich müssen wir dann sowieso runter auf 40, weil wir ein halbzeitiges Signal vor uns haben. Jetzt sind wir unter 45, weil wir, wie gesagt, ein halbzeitiges Hauptsignal zu erwarten haben. Da müssen wir auf jeden Fall runter auf 40. Da sind wir schon in Bochum. Wie gesagt, das ist jetzt nicht die große Kunst. Erst nach Bochum. Aber wenn das klappt, was ich gleich vorhabe, dann kommt noch was Schönes. Das kommt wahrscheinlich gleich erstmal der 500 Hz-Magnet an diesem Magnet. Genau. Das war klar. So, ob wir jetzt hier anhalten oder vorne, spielt an sich ja auch keine Rolle. 50 Meter. Okay, das spielt eine Rolle. Es spielt eine Rolle. So, damit hätten wir das soweit.
So, dann habe ich mal was anderes vor. Controller hat die Batterie leer. So, ich versuche mal was. Ob das gut geht, weiß ich leider noch nicht. Aber wir werden es versuchen. Echt mal anschließen, das geht so nicht mehr weiter. So, versuchen wir es einfach mal. So, wir müssen, genau, müssen erstmal aus diesem Zug hier raus, sonst hat es ja überhaupt keinen Sinn. Müssen erstmal aus diesem Zug hier raus, sonst bringt es ja alles nichts. Versuchen wir es einfach mal. Ich weiß es nicht. Es klappt, zumindest das hier, es klappt. Schaut mal. Es klappt. Gut, dann steigen wir vorne ein. Ich mache das zum ersten Mal, es ist eine Premiere. Nur mal so viel dazu. So. Ja, möchte ich. So. AFB. 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 Störung. Störung. Ach, jetzt findet ihr die AfD wieder nicht. Ah, AFB. ist echt zum Mäusekotzen. AFB. AFB. Jetzt hat er sie. AFB. AFB. So. So, wie gesagt, es ist alles eine Premiere für mich. Ob das alles so funktioniert, da bin ich selber noch überfragt. Ach ja, wir müssen eine Route festlegen, sonst kommen ja keine Mitarbeiter. So, genau, zurück nach Essen und zwar ins Betriebswerk. Der IC hat einen Defekt. Deswegen müssen wir den hier ins Betriebswerk oder hier hinbringen. Alles so funktioniert, das ist die nächste Frage. Wir haben grün, das ist doch. Leute, so, Bremsen lösen. Dann versuchen wir es einfach mal. Müssen wahrscheinlich ein bisschen mehr ausschalten. Hier ein bisschen mehr Kraft benötigen, oder? Wahrscheinlich müssen wir noch in den ICE rein. Müssen noch einmal. Das geht so nix. Okay, dann müssen wir da wahrscheinlich noch Bremsen lösen oder sowas. Dass das dann noch nicht wirklich gemacht wurde. So gibt das nämlich nichts. So. Genau, Bremsschlüssel öffnen, Bremse lösen.
das nochmal auf aus oder auf neutral. Genau. So, der soll noch gefüllt werden, das macht er jetzt. Genau. So, damit hätten wir das erledigt. Dann können wir ja eigentlich jetzt hier wieder rausgehen. Dann versuchen wir das mal. So, das heißt, wir lösen die Bremse. Dann versuchen wir mal unser Glück. Es funktioniert. Es funktioniert, wir fahren. Wir fahren mit dem ICE hinten dran. Das ist ja mega geil. Wir schleppen einen ICE ab. Das ist ja mega geil. Haha. So, wir bleiben erstmal auf 40. Sie fahren. Sie fahren. Kurz ein Foto machen. Das ist doch absolut genial. Ausblenden ist F, genau. So. Ach, wie komme ich denn jetzt? Bewegt man das jetzt? Das ist doch. So. Wunderschön, wunderschön. Ach, wir fahren ohne Sicherheitssysteme. Ah, fällt mir jetzt das auf. Shit. Sehen wir jetzt an, oder was ist jetzt die Phase? Verein. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Das sagen, das fehlt doch. Wir können uns doch sonst immer befreien. So, wenn uns befreit, dann können wir auch aufschalten. 120. Absolut genial, absolut genial. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt 160 fahren dürfen mit dem ICE. Ja? Da bin ich im Moment etwas überfragt, aber ich tue es einfach mal.
Absolut genial. Absolut genial. Ich liebe solche Experimente, genau sowas. So, wir brauchen natürlich ein bisschen, bis wir auf Geschwindigkeit kommen, das ist klar. Wir ziehen hier nicht so ein paar Personenwagen hinter uns her, sondern einen ausgewachsenen ICE1. Auch noch mit Fahrgästen drin, also das ist schon ordentlich Gewicht, was wir hier am Haken haben. Ja. Die 130 stark, die schafft das. Wobei, nein, wir haben keine Fahrgäste drin, weil wir ziehen ja direkt bis ins Absteiggleis bzw. Betriebswerk. Die Fahrgäste sind natürlich in Bochum ausgestiegen, müssen sich auf SEV einstellen und sich damit zufrieden geben. Und ja, wir müssen den ICE jetzt bis nach Essen bzw. bis ins Betriebswerk fahren. Ich glaube, bis Essen ist es noch mal. Wir sind ein bisschen weiter jetzt. Ich glaube, wir fahren sogar bis Duisburg, weil fahren am Essen vorbei, weil es jetzt auch mehr Kilometer sind. Genau, wir fahren bis Duisburg, das dortige Betriebswerk. 140, da sollten wir schon mal frühzeitig bremsen. Schön. Ich liebe es, wenn das funktioniert. So, gleich 100. Ach du Schande, ne? Jetzt. Sehr, sehr plötzlich. Bremst doch! Sie fahren.
lass es gleich mal auf den Zwangspunkt ankommen, mit dem ich bremst. Ja, komm, brems. Das wird nicht gut gehen, Leute. Ich kann nichts mehr machen. Ich bin am Arsch. Wir verlieren. Scheiß die Wand an. Es geht nicht. Es geht nicht. Ja, das meine ich. Das Bremsen ist halt so eine Sache. Naja. Ihr habt's gesehen. Ich habe alles gemacht. Ich habe alle Bremsen aktiviert, die man irgendwie ziehen konnte. Selbst den Zwangsbremsen hat es nicht mehr hingekriegt. Ja, aber es ist prinzipiell möglich, ein ICE 1 zu ziehen mit einer 101. Man muss nur das so mit den Bremsen irgendwie rechtzeitig hinbekommen. Ja, aber im Prinzip ist das möglich. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt einen schönen Sonntag, habt eine schöne Woche. Ja, was sollte ich noch sagen? Die Reise bis nach Dresden wird auch nicht mehr lange dauern. Es sind jetzt nur noch 23 Tage. Ihr habt vielleicht in der Community gelesen, was die Bahn jetzt für Änderungen vorgenommen hat an meiner Reise. Ich soll jetzt am 8. April um 22.31 Uhr mit dem RE14 von Borken nach Essen fahren, soll dann dort von 11:30 an, also von 23.30 Uhr bis morgens 6.23 Uhr, also bis zum 9. April 2024 bis 6.20 Uhr dort verbringen, damit ich den ICE, der jetzt 20 Minuten früher fährt als sonst, bekomme, weil ich nämlich sonst am den ICE, der ja normalerweise um 6.45 Uhr in Essen abfahren würde, nach Berlin Hauptbahnhof, jetzt um 6.20 Uhr abfährt und ich den natürlich dann nicht mehr bekommen würde, weil ich natürlich sonst erst um 6:30 in Essen wäre. Wie ich das Ganze mache, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, das ändert sich noch. Ansonsten muss mir die Bahn irgendwie eine Alternative anbieten. Ja, ich weiß es wirklich noch nicht. Wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wie gesagt, das war es erstmal von mir mit dem Video, mit dem Experiment. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.